Ein Mediziner beschäftigt sich ununterbrochen mit Krankheiten, die alle lang oder kurzfristig auch zum Tod führen. Niemand würde auf die Idee kommen, einem Mediziner vorzuwerfen, dass er zum Beispiel todeszentriert wäre oder dass er Beipackzettel des Glücks besser schreiben sollte für seine Patienten. Sondern natürlich, wenn jemand zu ihm kommt, wird jeder von uns erwarten, deshalb meiden wir auch oft den Umgang mit Ärzten, dass wir eine Diagnose bekommen. Diese Diagnose ist nicht möglich, wenn man sich aber der Diagnose nicht stellt. Erzwungenerweise, wenn es nicht freiwilligerweise passiert, so kann es ein Glücksfall sein aus meiner Sicht, wenn man gelegentlich in persönliche Krisen auch kommt, die einem ein Leben nicht so weiterführen lassen, groß gesagt, unter Anführungszeichen, wenn jemand anderem zum Tode hin, weil man noch, wie Ludwig Artinger das nennt, das ist ein Wort von ihm, der heute hier ist, wenn er nicht schon wieder weg ist oder noch nicht wieder fort ist, nachdem Ludwigs Zimmer benannt ist, das Wort Ludwig ist Ludwig Artinger, aus der Wirklichkeit genommen, meine ich jetzt, kein Mensch würde also auf die Idee kommen, eine Medizin als Todesverfahren zu bezeichnen. Mich interessiert in dem Zusammenhang mit des Wortes Schuld, der Umgang mit Schuld, im Zusammenhang mit Tod und Sterben und Absterben, und interessiert mich in all meinen Texten, nicht nur in diesem Text, aber in diesem besonders, der Umgang mit dem Todsein oder Kranksein zu Lebzeiten. Und wenn man sich damit nämlich auseinandersetzt, dann gibt es auch Möglichkeiten der Heilung, der Linderung, nicht des Wegredens, der Wellness, sondern man muss sich dem stellen. Und also in dem Zusammenhang würde ich diesen Text auch nicht in eine Schuldverklärung hinein interpretiert haben wollen, obwohl ich, das muss ich auch am Anfang sagen, meine Texte sind immer so geartet und mit jedem Buch mehr, dass ich als Autor die sogenannte Deutungshoheit aufgebe im Text. Und dadurch nehme ich natürlich auch in Kauf sogenannte, nämlich in Wahrheit auch gewünschte Missverständnisse, wie jetzt gerade vorher auch gesagt wurde, dass es unterschiedlichste Interpretationen gibt und dass jeder aus meiner Sicht seine Interpretation eines wie immer gearteten Geheimnisses, einer wie immer gearteten Schwierigkeit haben kann. So viel dazu. Also ich sehe es nicht als, weil das einer einmal irgendwo geschrieben hat, aber das meine ich jetzt auch aus dem, wie ich es gesagt habe. Wenn ich die Deutungshoheit aufgebe, dann kann ich mich naturgemäß nicht aufregen darüber, dass jemand etwas so versteht, wie ich es nicht gemeint habe. Aber es kommt in dem Zusammenhang immer das Wort Zerstörungsliteratur oder eine Zerstörungsautobiografie oder Biografie oder so. Und bei mir ist es, deshalb habe ich vorher so wortreich im Medizinischen gewühlt, das würde ich als Beipackzettel jetzt hier mündlich mitgeben wollen, dass es eine Auseinandersetzung ist, mit sozialen Krankheiten, in dem Fall eines Familiengeheimnisses, das ein gesamteuropäisches Weltkriegsgeheimnis ist, und indem man sich dem stellt, ist es das Hüpfen in die Grube hinein und nicht die Nestbeschmutzung, sondern die mögliche Aufarbeitung, indem man es als Schnitt unter das Mikroskop legen kann und es beobachten kann. Die nächsten Fragen werden kürzer beantwortet. Das ist ja auch das, zum Stichwort Deutungshoheit, das ist ja auch das Angenehme oder das Schöne, zum Beispiel speziell auch an der Frauwissenschaftsliteratur, darin denke ich, oder an diesem Gesprächskreis, dass eben die Deutungshoheit aufgehoben wird oder gar nicht ernst genommen wird, weder vom Autor noch von der Literaturkritik noch von der Literaturwissenschaft, aber dass es eben unterschiedliche, sehr persönliche Zugänge gibt, dass wir darüber ins Gespräch kommen. Und da ist es natürlich ein Glück, mit dem Autor selbst auch sprechen zu können, weil wir sozusagen in die Werkstatt ein bisschen hineinblicken können und diese unterschiedlichen Zugänge
austauschen können, beziehungsweise eben auch wirklich neugierig sein können. Und in dem Sinne die nächste Frage, bitte. Ja, zum Thema Werkstatt schon die nächste Frage, die uns sehr interessiert hat, nämlich zur Textgenese. Uns hat sehr interessiert, wie sieht Ihr Schreibprozess aus? Also, wie finden Sie die Ideen? Woher kommen die Ideen? Wie kommen die Ideen zu Ihnen? Und jetzt nicht nur bezogen auf Ludwigs Zimmer, sondern im Allgemeinen. Wenn ich es im Konkreten gerade tatsächlich wüsste, also jetzt im wirklich persönlichen Leben, wenn ich wieder nach Hause fahre, wäre ich glücklich. Also ich kann mir natürlich jetzt sagen, wie ich vorgehe, was ich tue. Und es hat bisher immer wieder zu einem Text und tatsächlich auch zu einem Buch geführt. Aber jeweils in der Zwischenphase oder nach einem Text nützen alle diese Methoden überhaupt nichts. Weil früher auch davon die Rede war, mit Schreibblockaden und so weiter. Auch diese Schreibblockaden, das ist eigentlich meine Lebensexistenz, meine Schreibblockade. Aber das ist nicht tragisch gemeint, sondern dadurch stellt sich ja ein Problem. Und dadurch, wenn sich ein Problem stellt, bin ich zumindest noch so geartet, ja, auch wenn meine Bücher gelegentlich nicht so ausschauen, dass sie vielleicht misanthropisch sein könnten oder so aufgefasst werden können, dann bin ich es im realen Leben nicht und versuche aus dieser Schwierigkeit jeweils mit allen möglichen Methoden herauszukommen. In dem Fall war es so, dass ich einen Auftragstext geschrieben habe für einen Ort in Schwarz in Tirol. Das war die sogenannte Silberhauptstadt unter Maximilian I. gewesen und damit wird auch Tourismus gemacht bis zum heutigen Tag. Und da gibt es ein berühmtes Schaubergwerk, da werden täglich 1000 Leute, Touristen hineingefahren und wieder herausgefahren. Und was ich nicht wusste, 50 Meter daneben gibt es einen kleinen Tunnel, der nennt sich Messerschmitt-Tunnel. Und in diesem Messerschmitt-Tunnel wurde während der Nazizeit wurden täglich 800 Franzosen, Russen, Spanier, politische Gefangene aus dem KZ Mauthausen, die dort verortet waren, dazu verurteilt, waren dazu verurteilt, Flugzeuge in diesen Stollen zu bauen, also unter Tagbau. Davon wusste ich nichts, obwohl ich mich mit dem Thema Nationalsozialismus sehr lange schon beschäftigt habe. Und ein Bekannter von mir hat mir einen Auftrag gegeben, praktisch für eine Arbeit, die dort aufgeführt werden sollte, zu recherchieren und den Text zu schreiben. Diesen Text habe ich geschrieben, das ist ein 5-Minuten-Text, das ich aus Zeugenaussagen rekrutiert habe, ich habe recherchiert in dem Zusammenhang. Und den Text habe ich in der Schweiz, in Bruck, vorgelesen. Und ein Mensch aus dem Publikum, ein Mann, mit dem ich die ganze Nacht dann verbracht habe, der sich vorgestellt hat mit dem Satz, Sie haben die Geschichte meines Vaters geschrieben. Das war der Anfang für diesen Roman, der in Wahrheit dann 3 oder 4 Jahre später erst angefangen hat. Dieser Mann hat mir die Geschichte seines Vaters erzählt, und das war nicht die Geschichte von Schwarz in Tirol, nicht mit der Messerschmitt-Halle hat das gar nichts zu tun gehabt, und doch war er im Widerstand, im italienischen Widerstand, ist verraten worden, ist nach Mauthausen gekommen und ist dort vermietet worden an die verschiedenen Lager tatsächlich der Umgebung. Und diese Geschichte bin ich nicht mehr losgeworden, obwohl ich nie vorgehabt habe, darüber etwas zu schreiben. Und eines Tages, 1-2 Jahre später, bin ich in den Urlaub gefahren durch den Leubel-Tunnel nach Slowenien. Und dieser Tunnel war für mich immer bisher mit Urlaub verbunden. Und dann war ein Stau und ich bin ausgestiegen unmittelbar davor und habe mich erinnert an diese Geschichte, weil dort eine kleine Tafel war. Hier war das Konzentrationslager Außenstelle Mauthausen. Und Häftlinge dieses Lagers Mauthausen haben diesen Tunnel gebaut während des Krieges. Und da ist mir dieser Mann, dieser Schweizer, wieder eingefallen. Und diese Geschichte hat mich dann nicht mehr losgelassen. Und ich bin aus einem anderen Text, in dem ich war, da konnte ich überhaupt nicht mehr weiterschreiben. Das war eine Blockade, denn ich war ja im anderen Text. Und um diese Blockade war ich einfach ganz glücklich im Nachhinein. Und auch schon währenddessen ich sie hatte, weil ich wusste, das führt mich jetzt zu einer anderen Möglichkeit. Das heißt, ich will es auch damit mit diesen vielen Worten auch sagen, meine Texte, so künstlich sie auch sein mögen,
nähern sich immer von lebendigen, von lebenden Menschen. Ja? Eine Anschlussfrage an die Antwort, die Sie vorhin gegeben haben, nämlich mich würde interessieren, das Konzept, das Sie kurz angerissen haben von der Schuld als sozialer Krankheit. Ich glaube, das tritt ja auch im Buch teilweise hervor, dass der Ich-Erzähler zusammen mit dem Haus ja auch, ich will nicht sagen die Schuld, aber die Last der Schuld übernimmt von seinem Großonkel Georg. Und ich glaube, da gibt es auch starke Parallelen zu dem, was Sie vorhin erwähnt haben, zur Krankheit und insgesamt zum medizinischen Vokabular und zur medizinischen Weltanschauung. Dieser Mensch, der dieses Haus erbt oder vor langem geerbt hat, das möge Ihnen auch übrigens jedem von Ihnen passieren, ohne die Schwierigkeiten, die dieser Mensch dafür erbt, logischerweise. Den wollte ich ganz bewusst darstellen, weil das früher auch gefallen ist, dort eigentlich als sogenannten unpolitischen Menschen, als politisch nicht interessierten Menschen. Der ist jemand aus dem Heute und Jetzt, ein Mensch, den man nie erkennen würde, der jetzt unter uns sitzen würde und sicher in keinem, wie immer gearteten, wie immer gearteten Saal sein würde. Der erbt dieses Haus und zieht lange, nachdem er es geerbt hat, ein und sieht sich damit konfrontiert, weil er selber aus einer gewissen Lebenskrise kommt, will er eigentlich dort dieses Haus als Refugium haben und einfach einmal abtauchen aus seiner bisher gelebten Gegenwart und denkt sich jetzt, das ist ein Fluchtort in diesen vielen Jahren, in die er das Haus schon gehabt hat, aber noch andere Leute darin gewohnt haben, hat er sich immer wieder gedacht, so, aber irgendwann werde ich dort. Und jetzt ist dieser Zeitpunkt. Er zieht dorthin und will eigentlich nur Ruhe, will sich abschotten, dort kennt er auch niemanden, also es ist eigentlich der ideale Ort für ein Versteck. Und die Wirklichkeit ist halt so, dass sie auch böse ist. Jeden Tag kommt jemand vorbei und behauptet, hier einmal gelebt zu haben zum Beispiel, oder ein Verwandter zu sein, oder befreundet mit den Verwandten gewesen zu sein. Und über diese persönlichen Begegnungen, also es bricht nicht der Nationalsozialismus auf in diesem Haus, dass es in diesem Haus euch überhaupt nicht gegeben hat. Weil dieses Haus ist naturgemäß unschuldig, wie jeder Gegenstand unschuldig ist. Ja? Zumindest gilt einmal die Unschuldsvermutung. Aber über die Menschen, die er am Anfang eben wegschickt, aber aus diesem persönlichen Grund, weil er einfach nicht offen ist, oder einfach die Abschließung, eine Abschließung will. Einige beharren darauf und eine dieser Menschen ist eine Frau und diese Frau verweigert sich diesem Ausgesperrtsein und dadurch, dass er sich auf diesen Menschen einlässt, lässt er sich auch auf die Geschichte dieses Menschen ein. Weil natürlich auch immer heißt, jetzt schon wieder dieses Thema, wenn ich auch während des Schreibens auf die Frage, worüber schreibst du, habe ich das gesagt und dann, mein Gott, willst du dann dieses Thema, das ist ja total abgefeiert und so weiter. Ja. Und für mich war klar natürlich, logischerweise, zumindest solange wirklich noch Menschen leben aus dieser Generation, und ich persönlich kenne noch viele, solange lebt diese Geschichte und solange ist diese Geschichte heute und jetzt, also noch in der ersten Generation und dann in der zweiten und dritten dann mit diesen Geheimnissen oder sozialen Krankheiten, von denen Sie sprechen und die ich damit meine. In diesen Verdrängungsritualen, die sich weiß Gott wie äußern können und nicht nur in, ich habe einen Nationalsozialismus, eine Furunkulose, die sich so nennt, ja, sondern die ist nicht sichtbar, die tritt ganz anders auf. Und um dieses andersartige Auftreten, dieses Schweigens, das hat mich interessiert in diesem Film. Jetzt ist aber mit der Wahl des Ortes oder des Topos oder des Themas auch geerbtes, objektiv geerbtes Haus ja auch eine ganze Reihe von literarischen Anspielungen sozusagen vorgegeben. Von
Tummler, Leder bis einer Mitgutsch. Erbschuld. Von der Erbschuld. Von der Schuld oder vom Haus. Wie hast du, jetzt auch die Frage noch der Genese oder der, anzusprechen oder weiterzuführen, war das sicher einerseits die Lektüre als Teil, aber war das dann auch Recherche und wie war dann der konkrete Schreibprozess? Ist der so ähnlich gelaufen wie bei den anderen Büchern, von einer Fülle an Schreiben zur Reduktion oder war das etwas anders? Natürlich habe ich mich dort, weil ich wusste, dass ich mich mit dem Lager am Lörbelpass beschäftigen werde, dass ich das aber in Form eines Romans machen werde. Das war für mich eine der Hauptschwierigkeiten und Hauptherausforderungen. Ich selber aber nicht jemand bin aus einer von der Opferseite her kommt, ohne damit zu sagen, dass mein Vater ein Täter gewesen ist, aber mein Vater ist, war noch im Krieg als Soldat. Und also er war nicht im Widerstand. Aus dieser Position heraus ergeben sich für mich persönlich bestimmte Grenzen, die ich niemanden anderen hineinvermessen möchte, in jemand anderen als Autor, meine ich damit. Aber ich selber habe diese Grenzen. Und ich dachte mir, wenn ich also jetzt einen Roman spielen lasse, auch mit fiktiven Figuren, die heute noch leben, die sich aber nähern aus der Geschichte, die tatsächlich passiert ist, dann habe ich die Hemmung oder die Verpflichtung, eigentlich fast als Naturgesetz, so habe ich das empfunden, in den Passagen, die tatsächlich diesen Komplex Lager betreffen, so stringent an der tatsächlichen Wahrhaftigkeit oder Tatsächlichkeit, soweit sie noch eruierbar ist, zu bleiben. Und da ich früher im ersten Interview die Frage gefallen ist mit Kursiv, zum Beispiel habe ich dann alle diese Texte, ich habe Textpassagen zitiert aus diesem Lager, die sind Zeitungen, Gerichtspassagen und so weiter vorgekommen sind, die sind eindeutig markiert als tatsächlich. Und sind auch gesagt und bezeichnet als Zeitungsausschnitt zum Beispiel. Oder so. Also da habe ich recherchiert, logischerweise, weil es wäre mir eine Frage der Undenkbarkeit gewesen, aus diesem Buch vorzulesen. Und es ist wieder jemand im Publikum, der das tatsächlich erlebt hat, oder dessen Vater oder Mutter, und dem dieser Text in diesen Passagen nicht entsprochen hätte. Also das wäre mir unerträglich gewesen. Deshalb hat das natürlich eine ganz präzise Recherchearbeit betroffen. Gut, jetzt sind wir schon ganz tief drin. Eine Frage, die sich aus meiner Leserfahrung mit dem Text herleitet. Und zwar, als ich da ein paar Seiten gelesen habe, hatte ich den Eindruck, die Figuren, die da auftreten, sind ja eigentlich alle die gleichen. Die haben alle die gleichen Züge. Das ist ein bisschen wie die Mitglieder des Sportvereins, die alle das gleiche Trikot anhaben. Das Trikot hier ist ihr Fatalismus und ihre Unfähigkeit, glücklich zu leben. Und jetzt habe ich mich gefragt, diese Figuren sind ja eigentlich alle nicht ironisch. Also was ihnen absolut abgeht, ist jede Art von Ironie und jede Art von sich selbst zu distanzieren, sondern sie leben die ganze Zeit in ihren Fatalismus hinein. Und sie haben ja auch offensichtlich keine Arbeit und meistens nichts zu tun. Das ist eine Intention, alles. Ja. Sie kommen nicht weg, um zu sein. Jetzt wollte ich Sie fragen, sehen Sie das als eine Schwäche dieser Figur? Also das ist wirklich diese Person. Sich in den Menschen abwerten? Oder glauben Sie einfach, dass die Ironie dieser Art von Erinnerungsstruktur nicht beikommen kann? Das ist ein Teil davon, wollte ich schon beantwortet haben und habe es aber nicht gesagt. Ja. Das habe ich auch gemeint gehabt. Mit dem den humorigen Aspekt in dem Zusammenhang hätte ich nicht gewagt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ob das jetzt ein Manko des Textes ist, weiß ich nicht. Das ist aber in einigen Rezensionen, kann ich mich erinnern, angeklungen, dass nämlich dieser heutige Mensch, also der dieses Haus erbt und der ja noch, ich weiß nicht, 35 Jahre alt ist oder 40 oder so,
der könnte doch eigentlich lustig sein. Ja? So, das ist natürlich klar, nur ist das halt nicht, weil er gerade gewisse Schwierigkeiten hat und diese Schwierigkeiten in Form von, er erzählt diese Geschichte, das muss man dazu sagen, für die, die den Buch nicht kennen. Und jetzt wollte ich nicht, ich wollte diesem Thema, der Auseinandersetzung mit diesem Thema, das habe ich natürlich immer auch logischerweise, weil das ist ein ganz, ganz extrem wichtiger Aspekt, den Sie ansprechen. Ich hatte auch während des Schreibens auch Das Leben ist schön, den Film, ich weiß nicht, wer den Film von Ihnen kennt. Alle, Gott sei Dank, weil den sollte jeder kennen. Also da geht es lustig im Lager zu und gleichzeitig natürlich umso todtrauriger. Diese Dimension hätte ich mir, das muss ich sagen, das wollte ich früher auch sagen damit, in keiner Weise zugemutet. Natürlich hatte ich auch immer wieder vor und überlegt und ununterbrochen verworfen, das Manuskript hat 1500 Seiten oder sowas, die wäre natürlich vollkommen unzumutet. Ja? Und die quasi ironischen Stellen haben sich immer als denunziatorisch erwiesen in diesem Zusammenhang. Oder sind mir so vorgekommen, muss ich sagen. Oder aufgesetzt. So wie jetzt muss aber auch, so als ob mir der Lektor ins Wort geredet hätte und gesagt hätte, da muss doch noch Leben ins Leben, ja, hat jemand gesagt. Und da dachte ich, nein, es ist eine Auseinandersetzung mit einer Schwierigkeit. Und für diese Auseinandersetzung gestatte ich mir und traue ich es dem Leser und der Leserin zu, sich für dieses Buch ist ein Buchrücken, wo ich sehr gleich bin. Es geht um die Dimension im Spektrum einer Bücherwand und im Spektrum eines Lesetages oder einer Leseerfahrung eines Menschen. Und mit dieser Leseerfahrung, die habe ich dem Leser und der Leserin zugemutet und auch mir während des Schreibens zugemutet und auch die Abwesenheit dieses ironischen, humorigen Aspekts. Aufgrund dieses Buches und Ihrer Aussage, ja Ihrer Empfindung, nicht der Aussage, sondern der Empfindung, habe ich dann Humor nach diesem Buch, den Humorreißverschluss praktisch geöffnet, indem ich die Themen gewechselt habe wie die Länder und es geht seither humorig zu. Besser für uns. Ich würde gerne nochmal bei den Personen bleiben. Und zwar, wir haben uns immer über die Personen in Hermagor, in der Nähe, die dort schon gelebt haben, in Landskron geredet, aber eigentlich nie über den Ich-Erzähler selbst. Und der Ich-Erzähler ist in seiner Situation offensichtlich unzufrieden. Und man erfährt auch von ihm eigentlich relativ wenig. Er ist da, um eine Geschichte aufzudecken, mit sehr viel Neugier, eher weniger Schuld für sich selbst. Also er empfindet ja ganz offensichtlich keine Schuld. Er sagt es ja immer wieder. Er ist das erste Mal an etwas nicht schuld und das hat ihn interessiert und er geht der Geschichte nach. Nur ein Frageaspekt wäre jetzt, inwiefern lassen seine Träume, die ihn irgendwie charakterisieren, die ihn irgendwie ausmachen, dazu haben diese Träume irgendetwas mit dieser Kollektivschuld zu tun, die er immer wieder erfährt? Oder hat es eher was mit seiner Vorgeschichte zu tun, also mit seiner Individualschuld eigentlich? Weil vor irgendetwas läuft er weg, also er schottet sich ab und er hat etwas zu verarbeiten. Und mir wird wichtig gewesen zu wissen, ob es sich eher um die Kollektivschulden handelt oder um sein eigenes Leben, das ist, was davor war. Natürlich ist das nicht zu trennen, weil er kommt ja aus seinem Leben her. Wenn ich sagte, der ist 35 oder 40 oder so, dann hat er 40 Jahre lang in dieser Familie gelebt. Und seine Schwierigkeiten, die er vielleicht jetzt gerade mit seiner Freundin, von der er sich gerade, oder Frau, von der er sich gerade getrennt hat, oder trennen möchte und nicht kann oder so, ja, deswegen benutzt er das auch als Absprung. Das ist auch ein Teil dieses Aspekts. Das ist natürlich schon diese Gesamtgeschichte. Diese Gesamtgeschichte besteht ja aus diesen Teilen, dieser verschwiegenen Sache, weil jeder in der Familie rundum Sachen weiß, aber nicht genau weiß und nicht so viel weiß, dass er damit irgendwie das weiter kommunizieren könnte. Ja?
weil er auch nie weiß, inwieweit er selber damit verbunden ist und so. So wie eine Art Missbrauch, eine Geschichte, die nicht weitergegeben wird und die sich aber andernorts und auf andere Weise innerhalb einer Familie äußert. Das ist das eine. Zum anderen erfährt man über den Leser, zumindest wäre es mein Wunsch gewesen, über die Hauptfigur, über den Erzähler, erfährt man aus meiner Sicht sehr viel, weil er es ist, der alles erzählt. Und er sucht ja aus, was er berichtet. Heute ist diese Frau gekommen und die habe ich weggeschickt und die ist auch wiedergekommen und das ist so eine Tagebuchnotiz. Und diese Frau kommt einfach immer wieder und die sagt, ich habe hier einmal gelebt und ich will jetzt in das Zimmer gehen, wo ich gelebt habe, und dann lässt er die herein und geht ihr nach und merkt, das stimmt, also die kennt sich genau aus. Diese Zweifel, dieses Hereinlassen des anderen Lebens, habe ich dadurch versucht zu zeigen und dadurch natürlich auch über seine Verwunderung, die er protokolliert, dachte ich, dass man viel über ihn erfährt. Eben dadurch, dass er mit dem gar nichts zu tun haben wollte, dass er, wie Sie vorher gesagt haben, gar nicht an Nationalsozialismus zum Beispiel denkt, sondern einfach belästigt ist, heute, hier und jetzt. Zum Beispiel. Und was die Träume betrifft, sind sich so Traumpassagen von den ersten Seiten weg bis zum Schluss hin. Es war nämlich eine Schwierigkeit von der Erzählperspektive her. Dadurch, dass es ja eine Ich-Erzählung ist, also ein Mensch sagt etwas, eigentlich zu sich, weil es ist nicht gesagt, wem er das alles erzählt, zum Beispiel. Ja? Und ich denke mir das immer, also wenn ich was schreibe, wem sagt er das? Wer ist das vis-à-vis? Für mich ist das immer wichtig, logischerweise zu wissen. Und jetzt protokolliert er aber Träume. Und diese Träume wären ein Versuch gewesen von mir, diese Dimension der Vergangenheit, der historischen Vergangenheit, in archetypischen Bildern, die es dafür gibt, oder prototypischen Bildern, die es dafür gibt, wenn man sie kennt, wenn man sie je gesehen hat, das ist mal die Rede davon, und die träumt er einfach. Ja? So, und die sind aber nie gedeutet, logischerweise, weil damit würde ich alles zerstört haben. Und durch diese Traumerzählungen habe ich versucht, diesen zweiten historischen Aspekt, also erstens mal aus der Ich-Perspektive herauszukommen und sie zu erweitern und sie als Angebot für einen Leser hinzustellen. Und je mehr natürlich ein Leser, eine Leserin von dieser Zeit weiß oder die Bilder aus dieser Zeit kennt, desto aufgeladener wird dieser Text für ihn sein.